Türkimspor Berlin hat sich viel vorgenommen vor dem vierten Spieltag gegen SD Croatia in der Berlin-Liga. Die Bilanz bisher 3 Spiele, 2 Niederlagen. Die deutliche Auswärtsschlappe beim Frohnauer SC hat nicht nur Coach Francis Banecki genervt. Sie sollen dran glauben, SD Croatia mit Coach Robert Pocnic. 1 Sieg, 1 Niederlage, so der Kontostand der Tempelhofer. Rein ins Match, Croatia von Beginn an das aktivere Team, vor allen Dingen über außen. 15. Minute Eckball für SD Croatia, Vugatin steigt hoch. Der 35-Jährige wird als Torschütze geführt. Der Wiederholung deutlich zu sehen, es war ein Eigentor von Demircan Dikmen von Türkimspor. Blau-Weiß-Rot legt nach, immer wieder über außen, diesmal Fessler flankt. Große Unsicherheit im Kreuzberger Strafraum. Glück für Türkimspor. Die stehen kurze Zeit später völlig blank. Nikolas Fessler auf dem Weg zum 2:0. Abseits. Nur wenig später dann endlich die erste Möglichkeit für Türkimspor Berlin. Can Okay setzt sich schön durch auf der rechten Seite und sieht Ulucay. Es läuft Minute 44. SD Croatia in Pressing-Modus. Und irgendwie landet der Ball bei Nikolas Fessler. Ja. 19 Jahre jung, aber so etwas von cool. Ganz starke Leistung des Angreifers. Ausgebildet beim FC Internationale in der Jugend. Kickte unter anderem in der Regionalliga Nordost für die U19 vom Berliner SC. Was war denn bloß mit Türkimspor Berlin los? Völlig verdient die 2:0 Führung nach 45 Minuten. Coach Francis Banecki rätselt mit seinen Jungs, wie können wir die Kurve hier noch kriegen? Weiter geht's, wir spulen vor in Minute 60. Eckball für SD Croatia. Alle schauen auf den Ball, nur keiner auf Nikolas Fessler. Blitzschnell nutzt der 19-Jährige die Abwehrschwäche von Türkimspor Berlin aus und sorgt für die Vorentscheidung mit seinem 3:0 in der 60. Spielminute. Weiß-Rot nur noch selten in der Offensive. 4 Minuten vor Schluss dann nochmal das Team von Robert Pocnic über außen. Und plötzlich fällt Vincidic. In der Wiederholung deutlich zu sehen, das Bein geht raus. Das ist natürlich was für Ivica Vugadin. 2. Treffer an diesem Sonntag für den 35-Jährigen, der den 4:0 Endstand besiegelt in einem sehr einseitig geführten Spiel. 86. Dann ist Fini im Willi Kressmann, auch für Türkimspor Berlin Coach Francis Banecki, der nach eigenen Angaben den inneren Schweinehund seines Teams nicht mehr erreichen konnte. Faruk Namda wird interimsweise die Mannschaft übernehmen. Was sagt Gegnertrainer Robert Pocnic zum Match? Die Analyse zu dem Spiel, wie gesagt, wir sind hier morgens angereist. Um 10.30 Uhr ist für ausländische Mannschaften immer ein bisschen ungewöhnlich, weil die Jungs auch gerne mal Samstagabend ein bisschen weg sind. Ich muss sagen, wir waren von der ersten Minute hellwach, hatten uns auch ein bisschen was vorgenommen nach der Woche Spielpause jetzt. Da ist die Tabelle ein bisschen schief und wenn du hier was mitnimmst, dann sieht sie wieder ein bisschen besser aus. Von daher, die Jungs waren von der ersten Minute komplett da. Wir haben kaum was zugelassen, fast gar nichts. Haben versucht, so ein bisschen aus der Umschaltbewegung hier zum Erfolg zu kommen. Und ich denke auch, das 4:0 geht hier auch von der Höhe vollkommen in Ordnung. Hätte vielleicht sogar noch 1, 2 mehr sein können am Ende, aber das wäre das Gute wohl zu viel. Wie gesagt, ich bin hochzufrieden mit der Mannschaft. Taktisch, alles, was wir uns vorgenommen haben, sie fast 1:1 umgesetzt. Natürlich viele Abspielfehler noch gewesen. So ein bisschen Findungsphase ist nach 3 Spieltagen noch vorhanden. Aber ich bin hochzufrieden nach dem 4:0. Saisonziel, das muss man immer von Spiel zu Spiel sehen. Ne? Wir haben jetzt 3 Spiele, 2 Siege, eine Niederlage. Jetzt kommt der Pokal. Wir werden versuchen, schon uns irgendwo im oberen Mittelfeld dort zu bewegen.
Weil so eine Anpassungsphase nach Corona ist bei jeder Mannschaft, glaube ich, da. Und wir sehen einfach zu, dass wir jetzt die nächsten Spiele konzentriert angehen mit Pokal und danach die anderen Punktspiele. Und ich hoffe, dass natürlich der Weg weiter nach oben geht.